Promi-Geflüster im neuen Jahr 2021 und es ist immer wieder schön zu beobachten und mitzuverfolgen, wenn neue Künstler an den Start gehen. So habe ich vor Weihnachten auch noch was Tolles gesehen und gleich mal recherchiert. Eine ganz junge Truppe, zwei Mädels, zwei Jungs, sie nennen sich Four, haben ihre neue Single draußen und waren unter anderem jetzt da bei Luke Mockridge zu sehen. Ich hole sie jetzt einfach mal der Reihe nach alle rein. Ich sage mal Ladies first, die Hanna, hallo zusammen, grüße dich. Dann haben wir die Carina, hallo. Hallo. Dann haben wir den Manuel, servus. Hello. Und den Tim, sehr schön. Hi. Ja, zusammen Four, das ist eine ganz junge Truppe im Musikbereich. Wie lange gibt es euch jetzt schon? Wer möchte? Tim, ich komme von mir aus. Genau, also unsere Band ist im Zusammenhang entstanden von der Great Night Show von Luke Mockridge selber. Und zwar gab es dann eine Episode, die hieß Luke's Band 2020, in dem eben das Ziel war, innerhalb von einer Sendung, also an einem Abend, eine neue Band zu gründen. Und ja, so haben wir uns zusammengefunden und das Ganze ist am 13.11. passiert. Also so lange gibt es uns schon, ganz frisch. Ganz frisch sozusagen, genau. Davor habt ihr euch bislang noch gar nicht gekannt, erst dann durch die Sendung quasi. Und genau. Ja, ihr kommt aus allen Himmelsrichtungen. Wo seid ihr denn überall verstreut? Fangen wir mal mit der Hanna an. Ja, ich lebe in Berlin. In Berlin, die Carina? Genau, ich komme aus der Nähe von Koblenz, aus einem kleinen Dorf namens Greifenheim. Okay, dann Manuel. Ja, ich komme aus Baden-Württemberg, Mannheim, das ist so Nähe Stuttgart, genau. Mannheim, da sind wir die einzigen Südländer, ich komme aus Reutlingen. Ah, ja, das ist toll, die einzigen Südländer hier. Genau, und der Tim. Ja, ich komme gebürtig aus der Eifel und bin jetzt ganz frisch nach Köln gezogen. Okay. Ja, also ich sag mal, so weit seid ihr eigentlich gar nicht auseinander, ne? Im Grunde genommen, wo eure Geburtsorte sind, so ungefähr. Wie kamt ihr denn zur Musik? Wie seid ihr denn vorbelastet sozusagen? Ja, fangen wir mal auch wiederum mit der Hanna an, ne? Ja, vorbelastet klingt gut. Es ist eine ziemlich Standardantwort, aber ich singe schon immer. Das klingt jetzt unspannend, aber das ist tatsächlich so. Ich sage auch immer, ich habe schon, bevor ich sprechen konnte, schon gesungen. Und dann hat sich das wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen. Also ich habe die Bühne irgendwie auch schon immer gesucht, habe mich da wohlgefühlt, angefangen im Kinderchor, irgendwann die eigene Band, viel Theater gespielt, dann auch in Künstlernetzwerken gewesen und schon als Studiosängerin gearbeitet. Also ich mache das irgendwie schon immer und probiere mich da auch immer total aus und habe jetzt hier die Band und bin sehr happy damit. Also sozusagen gleich aus dem Kindergarten? Ja, wenn sogar noch früher. Okay. Dann die Carina, was kann sie da zu ihrer bisherigen Musikgeschichte sagen? Genau, also bei mir war es auch ähnlich. Ich beschäftige mich auch schon seit Kindheit auf mit der Musik. Habe auch einfach angefangen, zu Hause von mich hinzusingen und habe auch immer sämtliche Schulprojekte mitgenommen, sei es ein Musical, da stand ich auch schon auf der Bühne. Und genau, so hat sich das auch durch mein Leben gezogen. Also ich mache das auch seit sehr, sehr langer Zeit. Dann bei Manuel. Ja, also bei mir, das war irgendwie so, ich war ja, bevor ich mit Musik angefangen habe, sehr sportinteressiert und auch sehr zeichnerisch interessiert. Also Musik hat mich damals nicht so interessiert, aber als ich dann auf einer Geburtstagsparty war von einem Kumpel, wo wir Karaoke-Party gemacht haben, da hat mich Musik ganz, ganz spannend gemacht. Also es hat mich dann angefangen total zu interessieren. Und dann habe ich durch YouTube-Tutorials so das Singen gelernt, kann man so sagen. Genau, und ja, Klavier habe ich dann auch damit angefangen und das macht mir auch sehr viel Spaß. Okay, und beim Tim dann noch, last but not least? Ja, genau, bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei den anderen, dass Musik mich eigentlich immer und überall mit hinbegleitet. Ich glaube auch, das ist gerade das Wichtige, was uns auch irgendwo so zu Musikern macht.
weil Musik einfach irgendwie immer so ein Zufluchtsort ist und eine ganz andere Sprache, die aber auch in dem Sinne verbindet. Also beschäftige mich eigentlich 24/7 mit Musik, jeder Art, egal ob es jetzt wirklich nur Gesang ist oder ob es Radio ist oder im Fernsehen, also Musik ist immer und überall, genau. Wie kam dann der Bandname zustande? Wer war denn da der Ideengeber? Wer möchte? Ja, ich kann reden. Ja, bitte, gerne. Tatsächlich wurde der Rahmen der Show über Instagram, also Luca hat da, glaube ich, eine Story gemacht und hat gesagt, hey, ihr Zuschauer seid gefragt, seid kreativ, schickt den Namen hin, und dann wurde es im Rahmen dessen ausgewählt, tatsächlich. Okay. Wurden quasi benannt. Ihr wurdet benannt, okay. Also irgendwo dann schon ein Stück weit auch Castingband, oder würdet ihr das so unterstreichen? Ja, schon. Ja. Aber ihr seid jetzt, wie gesagt, kurze Zeit zusammen. Wie versteht ihr euch jetzt untereinander? Hat es gleich funktioniert auf Anhieb? Manuel, ja? Bitte. Also ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen. Also das ist schon so, anfangs, ja, da kennt man sich noch nicht und dann denkt man so ein bisschen nach. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so stolz, mit den drei zusammen in einer Band sein zu dürfen. Einfach, weil wir sind so ähnlich in vielen Dingen und wir unterstützen uns so krass gegenseitig. Und ich fühle mich einfach wirklich wohl mittlerweile in der Band. Und ja, das ist einfach, wow, ein Privileg vom Exklusiven. Das ist toll. Also ich meine, ich kann mir so vorstellen, es ist eigentlich wie wenn man neu in eine Schulklasse kommt und sich erstmal beschnuppern muss. Ist das so? So vergleichbar ungefähr? Carina vielleicht mal. Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz ähnlich. Also wir sind ja alle bunt gemischt irgendwie zusammengewürfelt worden an einem Abend und da mussten wir uns halt beschnuppern wie in der Schule. So ist es auf jeden Fall. Und jetzt die Musikrichtung, die ihr macht. Gut, es ist Pop. Es ist, ja, so würde ich es eigentlich bezeichnen. Ne? Wie kommt es jetzt bei euch an? Was habt ihr schon für Resonanz von eurem Umfeld bekommen? Fangen wir mal die Reihe nach nochmal an. Carina? Ja, also wir haben da... Okay. Kein Problem. Genau, also wir haben da sehr gutes Feedback bekommen. Es sind super viele Leute, denen der Song echt gut gefällt. Ich meine, der Song wurde auch von Nico Santos von seinem Team geschrieben, was ja schon mal eine super Grundlage ist. Und ja, der Song kommt super gut an. Es ist auch ein totaler Ohrwurm, das sagen uns ganz viele Leute. Yeah. Wie ist es da bei der Hanna in ihrem Umfeld? Muss ich da nochmal gucken. Genau, jetzt haben wir sie, genau. Ups. Oh, ja, tatsächlich eigentlich. Also ich habe auch das Feedback bekommen, dass der Song einfach super gut ins Ohr geht und jeder, der ihn irgendwie gehört hat, meinte, boah, den habe ich mir direkt gemerkt, der ist direkt in mir, man will direkt mitsingen. Ich habe tatsächlich durchweg positives Feedback bekommen, also das finde ich total schön und mir gefällt er auch. Und dann hier Manuel. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so viele Nachrichten bekommen von meinen Freunden, aber auch so von fremden Menschen, die gesagt haben, wow, das Lied ist einfach total cool und wow, das heißt, ey, das macht mich bis heute glücklich. Ich denke so gerne an die Situation zurück und auch an jetzt, ist es einfach sensationell, ne? Ja. Und was kam dort hin noch dazu? Ergänzend. Yes. Also bei mir war es auch, wie bei den anderen, durchweg positiv, wofür ich auch echt dankbar bin, weil das ist immer so ein bisschen die Angst, die man so mit sich trägt, bevor man quasi das erste Mal irgendwas in die Welt rausbringt. Klar, wir wurden gecastet im großen Rahmen und irgendwo sind da auch Erwartungen, die man dann an sich selber hat. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt und sowohl von Freunden und Bekannten als aber auch von völlig fremden Menschen auf Social Media dann zu lesen, dass das, was man so macht, einem so gut gefällt, das ist echt mega schön. Und wir haben jetzt auch die Tage die 100.000 Streams auf Spotify geknackt und das ist auch super krass. Toll, toll. Jetzt kommt ja dann noch die Schwierigkeit hinzu, ihr tanzt da auch noch dabei. Wie lässt sich das dann noch vereinbaren oder wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich kann mir es wirklich vorstellen, das ist nochmal eine Steigerung mehr. Ne? Singen, tanzen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, kann ich. Oder wer möchte? Genau, also ich kann, es ist, du machst? Okay. Ein Sprecher als solches habt ihr jetzt noch nicht wirklich, oder? Wo ein bisschen da. Nee. Vor, ne?
Okay. Nee, also fangen wir gerade nochmal Carina durch. Fangen wir nochmal durch. Carina? Mhm. Genau, also Singen und Tanzen gleichzeitig ist natürlich eine Herausforderung. Man muss sich ja doppelt so viel merken. Gerade auch wenn wir da eine wirklich relativ schwere Choreo noch haben, dann ist es echt viel auf einmal, aber irgendwann groovt man sich da rein und dann verbindet sich auch beides und dann geht das fast schon wie von Zauberhand, würde ich mal so sagen. Ja. Bei Manuel, wie ist es da? Ich denke mal, du bist da auch so ein bisschen, ja, ich könnte mir vorstellen, sage ich jetzt mal, so rappermäßig unterwegs gewesen schon im Vorfeld, oder? Nein. Oder so mit Tanzen irgendwie so. Ja. Ja? Tatsächlich, also tanzen, ja, rappen, nein, auch wenn ich das auch just for fun mache, aber tatsächlich vogue ich und ich tanze auch, habe auch mal ganz lange Ballett getanzt, jetzt frühzeitig so. Aber tanzen macht mir echt sehr viel Spaß, also tut gut. Tut gut, sehr gut. Und die Anna? Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade im Zusammenspiel mit Singen, aber ich würde auch sagen, wir sind alles Menschen, die sich ja irgendwie durch Musik und dann auch durch Bewegung ausdrücken und wir sind alle schon sehr, ich meine, wir sprechen ja auch irgendwie mit Händen und Füßen und ich finde, das verbindet sich dann irgendwie mit dem Tanz, dass wir uns irgendwie so gut ausdrücken können. Ja. Dann total einfach geht, weil das einfach auch eine Form vom Ausdruck und von der Darstellung von uns ist. Mhm. Und der Tim noch. Ja, also ich sage immer, dass Bühnenperformance ja quasi die halbe Miete ist, weil so sich einfach da hinzustellen und rauszusingen, überrascht oder begeistert dann ja auch vielleicht nicht jeden. Deswegen war es auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es lohnt sich, würde ich sagen. Also wirklich sich dann auch noch so zu bewegen zu dem, was man singt, das bringt dann einfach noch viel mehr das Gefühl oder vermittelt das Gefühl von dieser Energie, von dem Lied. Sehr gut. Ja, jetzt ist natürlich hier Corona-bedingt doch relativ ruhig, nachdem auch gestern, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitverfolgt habt, die neuen Regelungen wieder langsam in Kraft treten. Also es wird ja noch ein Stück weit härter, wenn es alles so durchgesetzt wird. Wie kommt ihr denn jetzt zusammen? Wie könnt ihr euch treffen? Gibt es da Möglichkeiten oder was ist euer Plan für die nächsten Wochen, Monate? Anna, vielleicht nochmal. Ja, also natürlich sich an die Regeln halten und das auch leben. Ich finde, also es ist natürlich schwierig und auch irgendwie blöd, gerade beim Zusammenkommen, aber wir leben in den Zeiten der sozialen Netzwerke und es ist ein anderes Verbinden, aber es ist ein Verbinden, was durchaus funktionieren kann. Und man kann austauschen und man kann planen. Natürlich wie man es gewohnt ist von Bands, aber ich denke, die Aufgabe hat ja irgendwie gerade jeder und da muss einfach ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden und man muss halt darauf zurückgreifen und eben versuchen, online, virtuell sich miteinander zu verbinden und dann mit dem zu arbeiten, was da ist. Und ich denke, das funktioniert auf jeden Fall. Es geht. Ich meine, wir können ja auch gerade ein Interview führen. So und, ist es. Mit dem muss man sich auseinandersetzen und geht alles und es funktioniert und Projekte können geplant werden und das werden wir auf jeden Fall nutzen. Ja, ja, gerade auch mit den neuen Medien, klar, da hat sich vieles getan. Gerade jetzt denke ich mal auch gerade bei euch, bei den jüngeren, jüngeren Generation, die gehen da natürlich nochmal ganz, ganz anders um mit Handys, mit Tablet und PC sowieso, als sagen wir jetzt mal ein bisschen bei den Älteren. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr an neuen Titel arbeitet. Wer sucht für euch aus? Wer entscheidet da? In der Hinsicht waren wir ja ziemlich privilegiert, dass wir sozusagen alles in die Wiege gekriegt haben. Also Fernsehauftritte, ein Lied direkt, was ja auch eigentlich so ein Hit-Garant war. Jetzt ist natürlich der nächste Schritt, dass wir das beibehalten, dass wir auch selber aktiv werden. Wir vier schreiben alle selber auch Songs und sind super kreativ. Deswegen glaube ich, kann uns das echt zugutekommen und dass wir da auch zusammen dann den nächsten Song anpacken und selber mal schreiben. Genau.
Wie kommen dann so die Ideen? Wie geht's los? Kommt, wenn einer mit einer Idee kommt, na, kriegen es die anderen erstmal und dann wird kräftig diskutiert oder gibt es da gleich Einklang und alle zufrieden? Also ich würde sagen, die Idee kommt von jedem. Also jeder hat irgendwie eine Idee und dann vereinen wir das zusammen und daraus entstehen richtig coole Dinge, wirklich. Also das ist so krass, was jeder so im Kopf hat und wie auch umsetzbar sowas ist, ne? Also wie gesagt, es ist richtig krass mit den Talentbomben hier, ne? Talentbomben nennst du die, Kollegen. Ja, na klar. Es ist halt auch super schön, also mit dem Kennenlernprozess, dazu gehört natürlich auch, sich so musikalisch irgendwo kennenzulernen. Und es gibt dann auch mal Tage, dann schreibt zum Beispiel die Hanna, ey Leute, guckt mal, mir ist das und das gerade in den Kopf gekommen, was sagt ihr dazu? Und wir reagieren da drauf und agieren und so bringt sich da eigentlich jeder mit rein. Ja, jeder bringt halt auch was Eigenes, Unterschiedliches mit und das möchte ich auch nochmal sagen, zum Beispiel hier unser Manu, der ist ein Genie am Klavier, an der Gitarre, der kann da super viel Variation spielen und ich finde es immer total inspirierend, der sitzt dann da und hier Leute, wie findet ihr das und bietet total viel an und dadurch, dass er dann viel anbietet, steigt dann jemand anderes darauf ein und so baut sich das auf und das ist genial, also so ein kreativer Prozess mit vier Leuten, die eigentlich Unterschiedliches mitbringen und das dann vereint wird, das kann eigentlich nur cool sein und cool werden, das macht einfach Freude. Ja, sehr gut. Jetzt ist es ja dann auch, wie gesagt, durch die Technik dann, denke ich mal, ein Stück weit möglich, dass dann jeder so ein Demo dann bekommt und kann dann, habt ihr die Möglichkeit dann schon eure Stimmen dann wieder drauf zu singen? Geht sowas? Oder fehlt da dann doch das Studio? Ja, also technisch ist das natürlich möglich, aber ne, wir wurden ja jetzt super kurzfristig zusammengecastet und ich glaube, hier hat jetzt nicht jeder ein Homestudio zu Hause. Ne? Das ist aber natürlich etwas, was längerfristig realisierbar wäre. Also grundsätzlich ist es natürlich möglich, jeder einzeln was einsingen, zumindest für Demo, um was auszuprobieren. Ich denke, finale Aufnahmen müssen natürlich dann in einem professionellen Studio abgemischt werden, aber grundsätzlich ist es realisierbar, aber ich glaube, nicht jeder hat jetzt perfekt. Lass uns mal Corona kurz außen vor. Was wären jetzt so für 2021 für Pläne angestanden oder wo soll es hinführen? Was sind eure Ziele für dieses Jahr? Wer mag? Ja. Ja, Marina. Marina. Das natürlich, also abgesehen von Corona, also wenn wir jetzt nicht in der Situation wären, super schön wäre, wenn man auch Auftritte hätte, eventuell auch einfach durch Deutschland touren könnte, sage ich mal, und einen Song einfach auf Bühnen spielen und performen dürfte. Das wäre natürlich wunderbar. Das wäre ein Ziel für 2021. Ob das umsetzbar ist, ist natürlich die Frage, ist sehr schwierig. Ja, und ansonsten wäre es natürlich auch ein Ziel, noch mehr Musik rauszubringen. Also wir haben eben schon gesagt, wir schreiben alle eigene Songs und sind auch bereit, da ja was zusammenzubringen, was gemeinsam zu erschaffen und da nochmal was Neues quasi an die Hörer zu bringen. Das wäre auch auf jeden Fall ein Ziel von uns, ja. Ja, ich denke mal, es ist natürlich schon wichtig, gerade wenn man jetzt so in den Startlöchern steht, man möchte sich präsentieren, bekannt werden, mehr Fernsehsendungen vielleicht auch, ne? Ist da noch was geplant über die Luke Mockridge Show hinaus? Ja, also am 8.1. haben wir die Ehre, bei Catch aufzutreten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Video dann schon draußen ist, aber da gibt es auf jeden Fall einen Auftritt von uns zu das sehen. War dann schon wieder, wenn wir ausstrahlen, ist es schon wieder rum, leider. Ah, okay. Ja, nee, sonst, also es ist halt für uns super wichtig. Wir hatten echt einen Raketenstart. Wir waren direkt per Nacht quasi irgendwo so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir das jetzt auch halten, dass wir die Leute, die Fans und Follower wirklich mit Content füttern und immer noch präsent sind. Dass das nicht so ein One-Hit-Wonder war, sage ich jetzt mal, sondern wir da wirklich aktiv auch interagieren. Ganz klar. Du sagst es gerade hier, interaktiv und so weiter, die ganzen Social-Media-Plattformen, da seid ihr auch zu finden. Wo kann man euch denn genau jetzt dann verfolgen für unsere Zuschauer? Genau, auf Instagram,
TikTok und Facebook. Ja. Genau, das sind so die drei Hauptplattformen. Und YouTube kommt auch noch dazu. Ne? Ja, genau. Genau. Ja, dann als ganz normal die Zahl 4 eingeben, OUR, vor, dann findet man euch. Vor, genau, vor.die Band. Okay. Und jeder einzeln natürlich auch auf den Plattformen drauf, oder? Genau. Zum Beispiel bei Instagram sind wir alle verlinkt. Ja. Bei TikTok heißen wir im weitesten Sinne genauso, wie wir auch bei Instagram heißen. Also, da findet man uns. Prima, dann haben wir es doch schon fast geschafft das erste Mal. Ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Hoffentlich, hoffentlich. Und mal sehen, wie euer Weg vorangeht. Ich verfolge das gerne und wir können ja mal wieder von Zeit zu Zeit berichten. Das ist gar keine Frage. Ja. Sehr gerne. Ja. Ja, dann sage ich mal euch erstmal, haben wir am Anfang ganz vergessen, man kann es ja ruhig noch sagen, ein gutes neues Jahr noch sozusagen. Viel, viel Erfolg. Danke sehr. Zurück. Genau, viel Erfolg für eure Zukunft, für eure musikalische Laufbahn, dass das alles so eintritt. Und sage euch allen herzlichen Dank. Danke dir. Danke dir auch. Ja.